Als nächstes hier beim Doc-Day zum Weltdiabetestag begrüße ich jetzt Stefanie Haag. Steffi, toll, dass du da bist. Steffi aus Berlin. Steffi hat Typ-1-Diabetes, hat sich selber diagnostiziert und das eigentlich gleich zweimal. Aber Steffi, erstmal zu dir. Du bist Steffi aus Berlin. Stell dich einfach selber kurz vor und dann erzähl mal, wie du gemerkt hast, dass bei dir was nicht stimmt. Hallo zusammen, vielen Dank erstmal, dass ich dabei sein darf. Ja, ich bin Steffi, bin Ende 20 und habe jetzt seit diesem Jahr seit 11 Jahren Typ-1-Diabetes. Und wie Basti schon verraten hat, ja, ich habe mich selbst diagnostiziert. Heute ist das, glaube ich, ganz normal. Man merkt, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwelche komischen Symptome, die ich nicht erklären kann. Und ich habe es damals gegoogelt. Und das war zu der Zeit irgendwie was die meisten Menschen in meinem Umfeld ziemlich verrückt fanden, dass ich meine Symptome bei Google eingegeben habe. Die Ergebnisse waren aber ziemlich eindeutig. Also vermehrter Durst, das war so der Moment, wo ich dachte, hier stimmt wirklich was nicht. Und dann in Verbindung mit Müdigkeit über längere Zeit, häufig krank, da könnte was im Busch sein. Es könnte auf Diabetes hinweisen. Und also es war so eindeutig, dass ich tatsächlich am nächsten Tag zu meiner Ärztin gegangen bin und ihr genau diese Symptome gesagt habe. Und dann gingen ihre Augen auch schon so weit weg. Und dann haben wir uns angeschaut und wir wussten beide, was es ist. Und ein Pieks später war es offiziell. Ja. Das ist Und jetzt jetzt 11 Jahre her, sagst du? genau, 11 Jahre sind vergangen. Die ersten Jahre waren echt hart für mich, weil ich Schwierigkeiten hatte, das in meinem Leben zu integrieren und wirklich zu akzeptieren. Und mittlerweile ist Diabetes aber tatsächlich ein riesiger Teil meines Lebens, auch im positiven Sinne. Also ich habe viele Freundschaften geschlossen. Ich habe vor 5 Jahren angefangen, über meine eigenen Erfahrungen zu bloggen. Ich habe einen kleinen Shop aufgebaut. Und ich bin vor allem jeden Tag mit anderen Menschen mit Diabetes in Kontakt. Und ich nehme da so viel raus und bin unheimlich dankbar für die Community, die da entstanden ist. Ich meine auch, wenn ich mich richtig erinnere, Steffi, du hast irgendwie direkt noch aus dem Krankenhaus mehr oder weniger angefangen zu bloggen und warst dann auch sofort in dieser Detox-Community mit dabei. Das ging super schnell bei dir. Nee, bei mir hat es lang gedauert, kurioserweise. Also ich habe mich selber über Google diagnostiziert und dann sind Jahre verstrichen und ich habe einfach nicht nochmal im Internet nach Diabetes geschaut. Ich habe mich nicht schlau gemacht. Ich hatte Kontakt mit niemandem und habe ehrlich gesagt so ein bisschen einen auf Xena, Pippi Langstrumpf gemacht. So, mir kann das nichts anhaben und ich muss ja auch nicht groß Schwäche eingestehen, sondern ich mache einfach mein Ding weiter. Habe mich damit aber ziemlich isoliert gefühlt. Und dann war es Jahre später beim, ich weiß nicht wie viel, Neustart. Vielleicht kennen das einige, die gerade zuhören, dass man sagt: So, aber jetzt kümmere ich mich richtig gut um meinen Diabetes, jetzt Das war's. messe ich häufiger, jetzt spritze ich genauer. Und dann war ich bei einem dieser Neustarts auch in einer neuen Praxis. Und dann gab mir am Ende mein Arzt, als ich den nächsten Termin im Handy notierte, auch das war damals komisch und neu, also modern, und das fiel ihm direkt auf, dann hat er mir einen Flyer von D-Doc mitgegeben, hat gesagt, vielleicht ist das was für Sie. Und ich dachte, Blutzucker-Bingo klingt komisch. Ich habe dann noch so ein bisschen gebraucht, bis ich da mal reingelunkert habe. Und dann habe ich aber gesehen, ich bin ja gar nicht alleine. Es gibt tausende Menschen, mit denen ich mich austauschen kann und denen es genauso geht wie mir. Und das hat für mich mein Leben mit Diabetes komplett verändert. Also war es nicht nach der Diagnose, sondern nach deinem eigenen, dir selbst verpassten Tritt in den Arsch, Sachen jetzt besser zu machen, sag ich mal. Jetzt wollen wir aber auf ein zweites Thema kommen, Steffi. Ich hatte vorhin in der Einleitung schon so ein bisschen hingegeben, du hast dich zweimal diagnostiziert. Was, und das ist noch gar nicht so lange her. Was ist denn jetzt in den letzten 1, 2 Jahren anders geworden? Ja, das ist jetzt ziemlich genau 2 Jahre her, dass ich eine offizielle Diagnose bekommen habe für was ich in den Monaten zuvor schon gespürt habe. Und zwar, dass einfach meine Füße schneller einschlafen, dieses Kribbelgefühl, was bestimmt viele kennen, wenn man lange im Schneidersitz sitzt. Oder einfach in einer unpraktischen Position. Das kam irgendwie immer schneller. Auch an den Händen kam das immer schneller, wenn ich zum Beispiel im Bett saß und ein Buch über mich gehalten habe und gelesen habe, dass meine Finger anfingen zu kribbeln. Und das waren so Symptome, die ich schleichend mitbekommen habe. Und das ist natürlich beim Diabetes was, wo man direkt sich Sorgen macht. Und das ist auch was, worüber ich mir immer schon Sorgen gemacht habe. Und deshalb habe ich aber ein bisschen gebraucht, ein paar Monate tatsächlich, um mal mit jemandem darüber zu sprechen, um das meinem Freund zu erzählen, der dann gesagt hat, beim nächsten Mal in der Praxis lässt er das nochmal untersuchen. Und so habe ich es dann auch machen wollen. Ich habe tatsächlich meiner Diabetesberaterin davon erzählt und sie hat gesagt, du Steffi, ich muss dir leider sagen, du wirst auch nicht jünger. Das kann sein, dass das jetzt einfach
mit dem zunehmenden Alter passiert, mach dir mal keinen Kopf. Und dann bei der nächsten Routineuntersuchung wurde aber meine Diabetologin tatsächlich stutzig. Also dieser Stimmgabeltest, das war einfach ein bisschen, also mein Empfinden an den Füßen war einfach nicht da, wo es sein sollte. Und sie sagte dann, ach, da wird schon nicht sein, das ist so unwahrscheinlich. In meinem Alter und mit meinen Blutzuckerwerten, die mittlerweile ziemlich stabil sind. Und ja, das hat sie dann erstmal so abgetan. Und 3 Monate später haben wir dann nochmal drauf geschaut und das Ergebnis war aber das gleiche. Und dann war es offiziell, dass ich eine anfängliche Polyneuropathie habe, also erste Nervenschäden an den Füßen. Und das hat sie so ein bisschen beiseite gewischt, sagt sie, weil normalerweise ist das etwas, man denkt, das ist was nach 20, 30 Jahren Diabetes für Menschen mit 50, 60, 70 Jahren oder so, dass das dann erst kommt. Aber es kann einen eben auch, und das hat viel mit Genetik zu tun, nicht nur mit eigenem, du hast es erst 9 Jahre dann wahrscheinlich Diabetes gehabt, du hast dich ziemlich gut verhalten, du hast gute Werte gehabt, hast du gerade gesagt. Deswegen ist es so wichtig, dass man da auch als junger Mensch drauf achtet und nicht erst, wenn man das Gefühl hat, es ist wirklich was kaputt, ne? Also ich will da ganz ehrlich sein, die ersten Jahre waren nicht so easy für mich und da waren die Werte auch nicht so toll. Ja. Ich glaube, und dann einige Jahre waren sie aber super, super gut. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man da so ein bisschen die Wertung rausnimmt. Denn egal wann oder wie diese Diagnose kommt, vielleicht, also bei anderen Menschen sind es ja auch ganz andere Diagnosen, die Schuld trifft halt nicht den Menschen mit Diabetes. Der Diabetes selber, der ist schuld an diesen Folgeschäden, ja. Aber der Mensch, der Patient oder die Patientin eben nicht. Und da finde ich es ganz wichtig, dass man sich da nicht selbst Vorwürfe macht oder auch von anderen Vorwürfe machen lässt, weil das ist was ich in diesen 2 Jahren extrem gemerkt habe, das Stigma, was mit Folgeschäden verbunden ist, ist immer noch enorm und daran müssen wir auf jeden Fall arbeiten. Und was ist jetzt für dich anders geworden? Was hat sich verändert durch diese Diagnose? Tatsächlich gar nicht so viel. Das, was auch für mich am schwersten liegt, ist dieses Stigma, ist dieser Stempel von wegen Folgeschäden. Ich hatte halt das Gefühl, mir wurde ja bei meiner Diagnose erklärt, was in meinem Körper passieren kann und welche Folgeschäden entstehen können. Es hat sich vor allem auf Augen und Füße bezogen. Ich hatte keine Ahnung, dass es noch eine Vielfalt an Folgeschäden gibt, die auch eintreten können. Aber mir wurde sozusagen das Handwerkszeug mit auf den Weg gegeben, um meinen Diabetes zu managen, mit dem Ziel, Folgeschäden zu verhindern. Und das habe ich halt nicht geschafft. Deshalb habe ich mich direkt so ein bisschen gefühlt, als hätte ich versagt. So in der, wie you had one job. Also es war mir irgendwie aufgetragen worden, genau das zu verhindern. Das hat nicht geklappt. Und mir war überhaupt nicht bewusst, dass ja immer nur bis zu diesem Punkt kommuniziert wird. Also das musst du verhindern. Ansonsten weiß ich nicht. Und ich habe so wenig Geschichten gehört von Menschen, die tatsächlich mit Folgeschäden leben. Also es wurde immer nur bis zu diesem Punkt kommuniziert. Und was danach kam, kannte ich nicht, ich hatte keine Ahnung und jetzt sieht es aber so aus, dass ich ja hoffentlich den Großteil meines Lebens nicht nur mit Diabetes, sondern auch schon mit Folgeschäden verbringen werde und also was ich gemerkt habe, das Leben geht auf jeden Fall weiter. Es sind einige mehr Arzttermine, ich gehe einmal im Jahr zur Neurologin, um genau drauf zu schauen, wie die Nerven im Moment in Schuss sind und ich gehe einmal im Monat normalerweise außerhalb von Corona zur Podologin, damit wirklich fachmännisch oder fachfrauisch, schwierig zu gendern, fachgerecht auf die Füße geschaut wird, falls tatsächlich irgendwo kleine Verletzungen oder so sein sollten. Und das ist eigentlich das, was sich in meinem Leben verändert hat, aber das Gefühl ist einfach ein anderes. Also das Gefühl, diese eine Aufgabe nicht geschafft zu haben und eben auch mit der Angst leben zu müssen, wie geht es jetzt weiter? Ich bin jetzt wirklich ganz am Anfang im Stadium, ich habe noch ganz wenig Schmerzen, aber da kann ja noch viel auf mich zukommen. Aber genau deswegen, Steffi, ist es so wichtig, dass du hier und heute da bist, dass du sprichst ja nicht nur wir beide gerade, auch wenn sich das so one-on-one anhört, sondern zu ganz, ganz vielen Menschen, die uns gerade auf Facebook verfolgen, die das Video auf weltdiabetestag.de verfolgen, damit man den Menschen so ein bisschen die Sorge dafür nimmt auf der einen Seite, gleichzeitig das Bewusstsein dafür schärft, ist wichtig, müsst ihr aufpassen, muss man gucken. Und der wichtigste Punkt fand ich jetzt gerade von dem, was du gesagt hast, dass man sich keine Vorwürfe, keine Selbstvorwürfe macht, wenn es einen dann doch erwischt, denn das kann von ganz, ganz vielen Faktoren abhängen. Nicht nur, vielleicht auch ein bisschen, aber nicht nur vom eigenen Verhalten. Und wenn es dann soweit ist, das ist dein wichtigster, letzter Punkt, glaube ich,
Leben geht weiter. Genau, Leben geht weiter. Steffi, ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Weltdiabetestag. Ganz, ganz vielen Dank, dass du hier warst und so trotzdem mit diesem Lächeln freundlich in die Kamera und zu den Menschen dort draußen sprichst und sagst, hey, gebt euch mal einen Ruck. Ich hoffe, das bringt viele dazu, sich nicht diese Vorwürfe zu machen und vor allem besser auf sich aufzupassen, wenn denn was sein sollte. Gerade an den Füßen, da kann es nämlich besonders schnell schief gehen. Ganz, ganz vielen Dank. Steffi aus Berlin. Auch. Tschüss.